Nein! Ich hab eiskalt den schmutzigen Mann! Mann Mann. Fick! Fick mich! Fick meine Eier! Fick mein Leben! Sorry. Fick dich, Mann! Wow! Nein. Bitte kein Fake-Punkt, Digga. Bitte kein Fake-Punkt. Warum machst du nicht einfach mal... Oh, fuck! Format, was wir schon lange nicht mehr hatten. Damals frustriert, heute rasiert. Heute geht es um eine XXL-Map. XL-Loser-Vernichtung. Vom 17.11.2020. Top-Kommentar übrigens. Ich werde durch das Abbremsen so langsam. Deko 2020. Hallo Deko! Hasta la bon reis muchachos! Weise Worte, muss ich sagen, von meinem 2020er-Ich. Weise Worte. Auch damals war ich einfach ein krasser Senpai. Kann man nicht anders sagen. Schön, Muchachos, dass ihr am Start seid. Fick meine Eier. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Hunger, guten Rutsch, guten Appetit und gute Nacht und guten herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und ja, ich glaube, guten Dienst. Einfach mal, es kommt immer wieder was Neues. Wirklich, immer wieder. Kennt ihr einfach alles. Ja, wir haben ja jetzt erst gehört, dass... Dass im Schnitt jeden Tag 70 Leute von unseren Zuschauern Geburtstag haben. Ja. Und ich finde, 70 Leute, die Geburtstag haben, da kann man schon mal auch alles Gute zum Geburtstag wünschen, ne? Denk ich aber auch. Eine Koralle machen? By the way, ich erinnere mich an diese Map noch nicht. Aber bei, doch, jetzt schon. Echt? Oh, wahrscheinlich ich irgendwie. Ich null. Wir haben übrigens insgesamt 74 Minuten gebraucht. So. 74 Minuten? Du hast diese Map nie beendet. Geil. Wo bist du? Ich komm gerade raus. Bitte lutschen Sie nicht meine... Ja, perfekt. Ayo. 74 Minuten habe ich die Map beendet und du leider nie. Okay, lass uns das doch jetzt mal tauschen, oder? Ja, doch. Also den ersten Punkt habe ich First Try. Der Herr. Also, ne? Ich will mal so sagen, ne? Der Geschicke der Losers, ihm haben sich gewundelt. Also 2020 waren wir gar nicht so scheiße. Ich habe übrigens, ich habe nachgeschaut, Muchacho, seid geil drauf. Ja. Irgendwann, Deko, irgendwann kommt die Russian XXL-Zerstörung. Boah, warte mal, ganz kurz konzentrieren. Wo haben wir jetzt auf? Ich hab verkackt! Warte, Russian XXL-Zerstörung. Ich hab gerade nochmal nachgeschaut, wie lange wir damals probiert haben, diesen Scheiß zu schaffen. Leute, eiskalt. 5 Stunden an einem Punkt. An einem einzigen Punkt. 5 Stunden. Ich glaube, das werden wir heute kräftemäßig schon gar nicht mehr hinkriegen, oder? Ich glaube, mittlerweile sind wir wirklich ausdauertechnisch von GTA so ausgelaugt. Ja. Das hat uns echt die Lebenskraft so ein bisschen gestohlen. Man bräuchte einfach mal irgendwie 3 Wochen Urlaub vorher. Und dann könnte man sich vielleicht an so eine Level Russian wieder ranwagen. Oh ja. Wir haben uns überlegt, wir machen das zur 3000. Folge GTA. Und bis dahin haben wir noch ein paar Tage. Genau. Oh, ich hab's geschafft! Ist nicht wieder den Flip nach unten? Ja, hab ich! Okay. Okay. Da musst du, by the way, unten fahren, wenn du den Flip nach unten geschafft hast. Ja. Und, aber lass es am besten noch, weil dann fickst du mich. Also das ist ein Punkt, bei dem wir mit am längsten gebraucht haben. Ja? Ja. Ich weiß nicht, wo wir doch da... Aber eben auch, weil wir uns immer schön weggeholzt haben hier, ne? Ah, okay. Aber ich muss sagen, es geht. Also musst du jetzt gleich, ne, Voidwechsel. Ja. Dann in den Tube mit Koralle. Ja, ganz nach oben, da oder? Ich gerade, oben ist ein Bumper, ja. Habe ich gerade aber nicht die Koralle verkackt. Oh. Ja, ich auch. Und dann fährst du den ganzen Scheiß zurück. Also damals, daran kann ich mich noch erinnern. Und das ist immer noch so! Damals war ein ganz, ganz großes Problem, weshalb wir bei dem Punkt so Probleme hatten. Sorry. Fick dich, Mann! Ey, erzähl es doch nicht gerade eben noch und mach das dann! Das ist nicht mal das Problem. Dass wir den Speedbug dort haben. Dass wir keinen Speed kriegen, oder was? Doch, wir kriegen zu viel Speed. Wir sind die ganze Zeit in diesem grünen Speed-Modus. Wir sind im Modus. Oh!
Alter. Und ich hab noch verkackt. Was? Wie? Ich hab, weiß nicht, durch den Rahmen vielleicht? Ich hab nichts gespürt. Nicht? Nee. Also bei mir haben wir uns. Also. Ja. Wir haben uns gerammt und ich bin weggeflickt. Hallo, gib mir doch mal ein bisschen Gas hier! By the way, ich komme dir jetzt entgegen. Nein, bitte nicht! Wie er nach unten fährt. Hey, ja, um dir auszuweichen, falls du zufälligerweise, ich meine, es war unrealistisch, muss ich schon sagen, aber falls du zufälligerweise die Koralle, den Flip hier richtig machen solltest und oben bleibst. Egal, ich hab den Speedpack! Ich bin hier, Krieg mich jetzt nicht weg. Ich bin weg. Oh mein Gott, sorry. Hey, fuck, wo muss ich? Hier? Ah, fuck, Aussortierer. Aussortierer habe ich. Einen schmutziger noch. Oh! Nein! Ich hab eiskalt den schmutzigen Mann! Fick mich! Fick meine Eier! Fick mein Leben! Ich hab mega Spaß daran! Nee, der boostet echt nicht da vorne. Ich bin auch. Oh! 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 Marvin, bitte aus dem Weg. Okay, ich fahr oben. Alright-Wechsel. Bin oben. Was heißt, ich fahr oben? Bin oben, ja. Digga, 100... Ey, ich hab die ganze Zeit den Speed! Noni! Das Eis kalt immer noch. Oh ja, ich hab easy. Ich hab den Speed immer noch. Ja, hallo, ich will den nicht mehr haben, hallo! Wo bist du? Bin Alright-Wechsel. Ja, hab ich! Ich fahr nach oben. Oh mein Gott. Oh. Komm, du kannst es schaffen, Marvin. Du kannst es schaffen. Mach es wahr! Was kommt denn da jetzt? Was kommt jetzt da? Musst du am Ende hochfahren. Auf dem blauen? Ja. Oh nein. Jetzt Aussortierer. Oh. Ja. Nur noch ein Schmutziger jetzt. Nur der Schmutzige. Oh, der Schmutzige. Komm! Bitte. Bitte. Du kannst nicht verkacken wie ich. Es geht gar nicht. Oh ja, ich hab's. Oh ja! Nice, Marvin! Oh, merci. Ich gratuliere dir. Oh, das kriegst du auch hin. Komm. Ja, Alter. Irgendwann krieg ich das. Digga, ich hab auch die ganze Zeit, ne? Die ganze Zeit. Ja. Mit Speed. Immer noch jetzt, oder wie? Ja. Und ich war seit 5 oder 6 Tries nicht mehr da. Bring dich mal in die Luft. Ein paar Sekunden später. Hau dich weg! Okay. Das funktioniert. It worked, Marvin. Du bist einfach ein richtiger Schamane. Mega. Dafür bin ich da. Einfach ein Schamane. Du hast ja wie im gezockt. Hast du Schamane gezockt? Ich hab auf jeden Fall nicht mit Poseidon abgehangen, weil ich die ganze Zeit in so eine Welle reinfahre. Was ist das? Ich habe auf jeden Fall nicht mit Poseidon abgehangen, weil du in die Welle reinfährst. Das ist das, was du sagen wolltest. Ja, das, was ich sagen wollte, ja. Weil wir keine Homies sind, bestraft er mich, weißt du? Deswegen. Ah, okay, ja, okay. Aber, okay. Ja, ist... Ja? Was ich gefragt habe, ob du in WoW den Schamanen gespielt hast. Habe ich wirklich schon mal, ja. Aber ich glaube, es gab keine Klasse, die ich nicht schon mal gespielt habe. Ich habe es nicht krass durchgesuchtet. Aber na Logo, ich habe Schamanerfahrung. Na Logo. Ich habe zum 13. Mal jetzt den Flip nach unten verkackt. Nice, Bro. Er will gar nicht mehr. Ich habe ja WoW damals nur diese 7 Tage Testzeitraum gezockt. Ich hatte aber, glaube ich, schon mal den Test. Ich habe damals, als ich WoW gezockt habe, nur auf diesen gecrackten Servern gespielt. Das habe ich auch tatsächlich mal gemacht, aber auch nicht lange. Oh. Puste mich, Brudi! Also ich habe WoW niemals original gespielt. Ich? Oh, nee. Doch, ich dachte, du wärst wie die anderen, Sherlock und sowas. Und boah, nee, Alter, die waren richtig krass drauf. Nee, so war ich nicht drauf. Ich war WoW zumindest. Ich komme, by the way, zurück. Digga, was? Da muss man speeden? Aussortierer, schmutziger. Komm! Oh, hallo? Alter! Ich muss aber sagen, das war scheiße! Das war wirklich scheiße, ey! Den Schmutzigen gemacht, viel zu früh rausgesprungen, fast runtergerutscht. Also, das war jetzt nicht sonderlich nice. Was? Achso, hier musste man so runterrollen wieder, ne? Genau, und da unten ist so ein Wasserbecken. Das kann dich so ein bisschen wegäumeln. Musst du rückwärts oder fahren oder vorwärts? Ja, vorwärts. Das heißt, du drehst dich, du fährst drüber hinweg und drehst dich in der Luft? Ich hab gar nicht genug Speed, um drüber wegzukommen.
Komm ich wieder zurück? Ja, was mache ich hier? Komm ich gar nicht. Hä? Wie? Du fährst nach oben. Wenn ich hochfahre und drüber springe, lande ich auf dem... Nein. Du fährst nach oben. Ich hab mich beim Hochfahren dann so, als es nach unten ging, schon wieder ein bisschen gedreht. Ah, okay. Du kannst aber auch oben drauf fahren und dann eben runter brezeln. Das geht auch. Ah, okay, ja, Poseidon hat mich auch hart weggestreichelt. Bist du aber trotzdem mal dran? Nee. Okay. Weil das musst du wissen, weil du hier landest bei mir. Ich bin dran gekommen, aber. Zu langsam direkt unter Gorsch. Jetzt wieder nicht dran gekommen und abgekippt. Digga, das läuft so unschmuff hier. Aber ich muss jetzt echt ordentlich Speed sammeln, damit ich hier gleich eine schöne Koralle hinkriege. Also ein bisschen mehr Speedo unterwegs, ein bisschen mehr was trauen. Ja, Speedy bleiben. Ich bin auf oben. Und... Oh, ich bin dran. Nein, ich hab den Bumper nicht bekommen. Nein, ich muss mit oben fahren. Och. Und dann hast du es aber schon. Du musst nur da oben fahren, dann kommt da eh nichts mehr. Ah, okay. Also der ist ziemlich easy. Ein Wallwechsel kommt da noch, aber dann bist du schon durch. Ja, da muss ich jetzt nur wieder rankommen. Ja. Gib mir Bescheid, wenn du am Wall klebst. Ich bin dran. Oh, ich fahr oben. Ah, du musst auch nach oben, ne? Ach. Dankeschön. Hauptsache, er sagt es sogar noch, aber macht's trotzdem weiter. Das war auch einfach dämlich, muss man sagen. Wir haben aber auch wieder so einen Timer. Aber wir sind, glaube ich, gut in der Zeit. 14 Minuten. Das geht schlechter. Oh, einmal smooth. Jetzt komm mal langsam hoch hier, Brudi. Du sollst ja nicht so nur komisch drehen. Ja, dann baller mich halt nicht weg, wenn ich mal aus dem Weiß dran bin. Einmal, Digga, einmal. Ja, von zweimal, die ich dran war. Oh ja. Oh. Jetzt bin ich zu hart nach oben gefahren. Oh, hallo? Guck. Wohin? Fuck my life. Nein. Fuck my life. Oh mein Gott, was? Ja. Nein. Was kommt hier? Ey, Digga, diese Auffahrt auf den Warrant ist wirklich schmutzig, ey. Ja, bin ich aber auch. Wow! Nein. Bitte kein Fake-Punkt, Digga, bitte kein Fake-Punkt. Bitte nicht. Oh, zum Glück, ey. Ja! Was war das, Alter? Was ist los? Ja, wie ich die ganze Zeit vom Warrant abkippe, obwohl ich dran bin eigentlich. Wie gesagt, du musst nur, ja, ausschließlich nach oben fahren, dadurch. Ja, ich bin gerade zu weit nach oben gefahren. Jetzt bin ich endlich wieder dran, jetzt darf ich nicht so weit nach oben fahren. Okay, hab ich. Sehr schön. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hier gerade lang fahre. Und hoch, ne? Und dann meinst du, war's das ja. Yes. Ah, an die Scheiße kann ich mich auf jeden Fall erinnern jetzt. Alter, wir sind dann aber schon, boah, ich glaube, recht weit, oder? 13 von 14, Leute, bist du beim letzten Punkt, ey. Alter, was? Ich glaube, hier war das. Nach oben fahren, dann irgendwie runter oder so ein Scheiß. Hier nach oben. Und dann irgendwie hier nach unten, einmal so drehen. Ja. Oh! Nein, doch nicht! Ich kann nicht gleich hier hin. Ah ja. So aus. Hast du den Punkt, den Lachs jetzt? Ja, den einfachen habe ich. Okay, also, du fährst jetzt die ganze Zeit zurück und dann musst du in so einen weißen Kreis springen. Und dort musst du den Speedball behalten. Dann geht es nämlich in eine blaue Tube, wo du eine Koralle machen musst. Und da hast du genauso wenig Zeit wie bei der ersten Koralle. Okay, ich habe jetzt gerade schon eine Koralle gemacht, ne? Ja, genau. Also ich fahre runter, mach den Voidwechsel, mach dann nochmal einen Voidwechsel, Koralle. Ja. Und danach, okay. Genau, dann fährst du zurück. Dann fährst du gegen einen Bumper da, ne, gegen den Flugzeugpunkt. Und ja, dann musst du keinen Wallwechsel mehr machen, sondern springst in so eine weiße Tube. Das war zumindest der Plan. Okay. Oh. Nein. Ey. Warum machst du nicht einfach mal einen Wallwechsel, Deko? Warum? Wie lange haben wir beim ersten Mal gebraucht? Kurz bei 2020 war das, ne? Ja, 74 Minuten habe ich gebraucht. Und du hast mich beendet. Ja. Okay. Aber wo hing ich denn die ganze Zeit? Ich habe keine Ahnung. Also das müsstest du mir sagen. Aber du warst auf jeden Fall, bin ich jetzt ziemlich sicher, auch da, wo ich bin. Uff. Okay, warte, ich muss jetzt in die weiße Tube hier rein, ne? Genau, ein bisschen Speed beibehalten, dann kommt eine blaue Tube. Oben ist ein Bumper. Also dann drin eine Koralle machen, ne? Oh, gar nicht so einfach.
Sag mir, wenn du es denn wenn nein, scheiße. Ich hab's verkackt. Ich plane das zwar nicht so, aber ein bisschen auf den Sand komme ich immer. Okay, ja, wieder zur weißen Tube. Sehr schön. Da muss ich wenn auch eine blauen Warride raus, ne? Nee, also in die blaue Tube rein. Wenn wo du na, danach. Achso, ja, danach springst du von dieser weißen Tube auf so einen blauen Warride, genau. Okay. Ich hab schon wieder die Koralle verkackt. Also wie gesagt, 35 Minuten, 37 Minuten, wir haben ja gesagt, dass ja so ein Teil von damals frustriert heute rasiert, dass man mindestens versucht in der Hälfte der Zeit. Pick mich, Mann! Und da hätten wir immer noch 17 Minuten. Ich glaube, da sind wir echt noch geil in der Zeit. Wenn Deko den kleinen Lachs da hat, dann ist er auch schon so gut wie bei mir. Das ist eigentlich so der schwierigste Punkt bis dahin. Kann ich nachvollziehen. Ich krieg's einfach nicht hin, gerade die Koralle höher anzufangen. Ich hab versucht unten zu fahren, aber so Platz hast du auch unten nicht. Ja. Ist nicht sonderlich geholfen, muss ich sagen. Unten fahren. Muss also einfach irgendwie YOLO-mäßig früher die Koralle anfangen. Ja. Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es so funktioniert. Okay, das erste Mal fahr ich den Lachs jetzt zurück. Heidewitzka, bitte. Schick mir Kraft! Come on, baby! Verdammt! Nein! Ist das ein Asi, Alter? Ich hab gerade Fink mein Eier-T-Shirt! Holt euch ein geiles Fink mein Eier-T-Shirt! Und. Ja, Fink mein Eier. Ja, dann machen wir weiter mit Triebwerk. Ich trinke gerade meinen geilen Booster. Gerade wieder Coco, Banana, Anana. Ich muss sagen, ich feiere den richtig hart. Also, der ist richtig schön sommerlich. Jetzt ist ja leider schon fast ich hab's Herbst geschafft. Anfang. Oh, hi! Nicht durch jetzt? Noch hochfahren? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ohne, du fährst doch jedes Mal runter Gewehr. Gerade. Du wirst ja, doch wissen, glaube, ob du hier noch irgendeine Hindernis hast. Nee, ich glaube. Nee. Okay. Wie immer ohne Gewehr? Nee, glaub, nee, okay, dann bin ich auch da. Halli, oh, Hallöchen. Sehr cool. Hi, endlich. Nico. Komm, mach jetzt mal. Hallo. Budi. Ja, Ziegeneier-Twister-Experte bin ich. Okay, dann muss ich hier schnell abhauen. Oh nein, 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 nein. Ja, so. Aber erstmal zum Ziegeneier-Twister kommen. Lalala. Worüber hast du gerade geredet? Oh, warte, wo bist du? Achso, Merchandise-Werbung jetzt so, ne? Ich mach jetzt eine Wortwechsel hier. Oh, ich fahr. Ich fahr. Nein, wo bist du? Nein! Komm jetzt. Bitte nicht da, nein, ich fahr oben! Oh, nee, ich kann mich an den Punkt hier erinnern. Also, ich muss bis hierhin hab ich's geschafft. Okay, also, man braucht da wirklich freie Bahn. Das hat mir gerade den Try zerstört. Weil du so leicht nach oben ziehen musst, von unten nach oben, so mittelmäßig. Und da ich oben anfahren musste, war das schwierig. Also mach da jetzt den Ziegenhalsrichter. Fahr da, mach da eine Koralle, fahr rückwärts. Ich hab Koralle reingemacht, rückwärts gefahren und dann wieder vorwärts, ja. Ja. Aber ich hab's rausfahren, war ich zu langsam. Genau. Das ist nochmal so ein bisschen, was du abtreiben musst. Das war, glaube ich, auch das Problem, was ich vor 2 Jahren hatte. Ja. Weiß gar nicht, ob ich da mal den Rausweg geschafft habe wieder. Auf jeden Fall haben wir damals niemals den Ziegeneier-Twister gemacht. Wir haben so eine Runde gedreht. Geht auch. Aber ich glaube, damit ist es schon ein bisschen einfacher. Wo bist du denn? Ich drehe jetzt meine Kreise. Ich komm jetzt rein. Oh, oh. Ich hoffe, ich ramme mich. Mach rein nicht. Und mach die Koralle. Ja, dann fahre ich jetzt schon mal nach oben. Ja, Koralle. Hey. Digga. Putz, ciao. Okay, also ich fahre jetzt nach oben, ne? Nach oben, dann wird man dich loben. Geh wieder raus. Wollte da nicht so viel Zeit verschwenden, man konnte sich doch noch wegrammen. Ja. Ja, GZ. Oh, den Voidwechsel habe ich. Wäre fast in die AdWords reingeflogen. Jetzt mit so einem Winkel leicht nach oben. Alter! Alter! Ja. Ja. Und ich habe einen sehr, sehr leichten Winkel nach oben gemacht, aber das war viel zu wenig. Nach unten jetzt? Okay, Flip nach unten. Den ersten Part habe ich überdingst, aber den zweiten Part, der war krass. Nein, Digga, ich habe den Flip nach unten verkackt! Ich habe wieder versucht rauszufahren, habe verkackt. Ja. Ja, ich kann schon wieder den Try abbrechen, weil ich den Scheißspawn habe. Ja. Alter, Digga, ist das nervig. Ja, die Map ist wirklich ziemlich unschmuck, ja. Das angeht. Alle Speeds, er hat einfach alle Speeds verkackt. Okay, ich bin auch wieder draußen.
Ich mache den Boardwechsel. Bitte fick mich nicht hier wieder an dieser einen Engstelle da weg. Den ersten Boardwechsel. So, ich muss unten auf jeden Fall fahren. Mittig, mittig und. Ja, Brudi! Ich glaube, jetzt kann ich nichts mehr wegholzen. Also Full Speed in der Mitte, Winkel des Warrides. Alter Schwede, oh mein Gott, ey. Wollen wir mal. Weiter geht das Abenteuer. Ey, Digga! Ich hab so Probleme, aus der Tube wieder rauszufahren. Ist hier richtig? Hast du da irgendeinen Tipp? Ja. Einfach nur rückwärts gefahren, vorwärts, da ganz oben in die Ecke und dann wieder vorwärts. Also nicht mal in die Ecke. Das habe ich nicht gemacht. Ein bisschen vorher schon, weil sonst ist der Winkel scheiße. Du musst ja so im Tal sozusagen sein, um am meisten Glück zu haben. Ist kurz davor dann. Und ja, dann versuche ich oben so ein bisschen rauszufahren. Weil der Ball ja noch so nach oben geht. Fullspeed natürlich, ne? Und ja. Ja, aber du hast ja nur die 3 Meter Anschwung, du hast. Ja, genau. Also so viel Speed einfach mitnehmen, wie es geht. Und ich bin durch, Deko, ich bin durch! Alter, nice. Alter, okay. Und jetzt muss die Deko noch beenden. Und da Deko wirklich nichts mehr gesagt hat und voll im Fokus war, springen wir direkt mal zum Part, wo er es vielleicht schafft. Deko, hier ist der Ziegenmann, ich glaube an dich. Ah, ja, endlich das Rausfahren hat er geschafft. Nice. Okay, jetzt geht's um die Wurst. Ich hoffe, das stimmt mit Mitte und dem Winkel, wo es geht. Jetzt flipp nach unten. Ja. Komm. Ja! Oh, jawohl! Ja! Noch nicht gescheitert. Digga. Und den nächsten Punkt. Hab ich First Try geschafft, schaffst du auch. Musst du nach oben fahren, Koralle, bam, hast du, Ding Dong. Okay, zuletzt noch. Muss ich sagen, hatte ich allerdings auch Probleme beim Koralle machen, beim Spirale fahren. Aber we will see. Hochfahren! Jetzt noch nicht, gleich kannst du anfangen. Ja, jetzt kannst du langsam, ja, mach mal. Oh ne, hat funktioniert. Ja! Fahr den Lachs zurück und dann folgen jetzt noch 2 enge Warride-Wechsel und dann Worscht es! Okay. Okay. Nummer uno! Ja! Er hat es! Verdient erster Platz! Wir haben die Challenge geschafft! Oh! 74 Minuten. Oh. 37, eigentlich perfekt, oder? 37, ich würde sagen, gute Zeit. Marvin war genau die Hälfte durch. Ich habe eigentlich keine Zeit, weil ich die Map beim ersten Mal nicht beendet habe. Von daher 37, 77, vollkommen egal. Ich hab's. Zockt sie gerne selber in der Beschreibung verlinkt. Und wie gesagt, gibt uns gern weitere damals frustriert, heute hoffentlich rasiert Maps. Und sonst, ja, habt noch viel Zeit. Ciao, ciao, muchachos! Rasur erfolgreich.